die Feier mit anderen Sportlern zusammen. Ne? Also dann so dieses Erleben, dass man als quasi jetzt für uns auf dem Wasser, sag ich mal, Gegner ist, aber am Land wirklich Freunde irgendwie auch, Freundschaften schließen, Freunde einlädt. Ne? Wir haben jetzt den kanadischen Achter zum Beispiel ins deutsche Haus eingeladen. Solche Abende sind dann eben auch besonders, ja.